Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu meinem nächsten Video. Was ich täglich mache, ist eigentlich kochen. Ich koche circa ab 16.30 Uhr. Milan kommt meistens gegen 18, 19 Uhr vom Training. Dann gehe ich nämlich zum Training. Aber vorher will er natürlich was essen. Heute gibt es Süßkartoffeln mit Babyspinat, mit Avocado und Zucchini. Ganz einfach vegan in Kokosnussöl gebraten mit Traubenkernöl. Aber dazu habe ich ja auch schon mal was mit den genauen Nutritions, also mit den genauen Nährwertangaben auf Instagram gepostet. Dann geht es für mich in den Gym. Wir haben ja bei uns in der Gated Community einen privaten Gym. Ich bin da sehr dankbar für. Das war auch mit ein Grund, warum ich mich hierfür entschieden habe, hinzuziehen. Hier ist meistens fast gar nichts los. Wir haben auch einen Saunabereich. Also es ist echt mega, mega gut. Richtig gute Sauna. Das zeige ich euch auch gleich. Und hier mache ich jeden Tag mein Training. Also 5 Tage die Woche, nicht jeden Tag. Auf dem Crossramp bin ich im Schnitt 45 Minuten und danach noch 1 Stunde Kraft. Heute ist, es sind Arme dran. Sorry Freunde, die Qualität ist hier unten im Gym nicht ganz so scharf, weil es wirklich komplett eher gedämmtes Licht ist. Also dass wir das jetzt schon so hell aussieht, das ist, weil wir das hochgezogen haben hier am Laptop, den Pegel. Ansonsten ist hier immer relativ gedämpftes Licht. Wenn ich mit euch, auch immer wenn ich auf dem Crossramp bin, 45 Minuten Livestream auf Instagram mache, dann seht ihr das auch meistens, ne? Da ist es wirklich so irgendwie stockenduster, aber ich mag das, ne? So scheint einem nicht wirklich die LED mitten auf die Stirn. Ja, meine Oberarme sind so mein Stiefkind, sage ich immer. Ich bin so mega stolz auf meine Beine, auf meinen Bauch. Und meine Oberarme sind immer völlig
deplatziert. Also die sind wirklich mein großes Defizit. Ich habe jetzt angefangen, die mit der kleinen Kobra und der großen Kobra zu trainieren. Da habe ich jetzt richtig was gemerkt, vor allem in Trizeps. Und das hat mir meine Personal Trainerin, die Yoga macht, empfohlen. Ich soll das mal jeden Tag machen. Das sieht man auch, ne? Das, alles, was da wackelt am Oberarm, das gehört da eigentlich nicht hin. Ich habe aber auch in letzter Zeit zugenommen. Das lag an dem ganzen Umzug, weil ich ja dann, wie ich euch schon öfters mal gesagt habe, gefressen habe, was das Zeug hält, ne? Aber jetzt beginnt wieder die Shape-Phase. Ich möchte im Dezember richtig gut in Form sein. Da geht es ja in den Urlaub. Und wir beobachten in den nächsten 6 Wochen mal meine Steigerung. Ja, dann zeige ich euch mal die Garderoben, die natürlich auch mit einem WC ausgestattet sind und auch mit Duschen und richtigen Spinden, wie auch immer. Und aber dann, das dusche ich meistens nicht. Ich gehe nämlich meistens immer in die Sauna, beziehungsweise dreimal die Woche. Und ansonsten gehe ich oben baden. Ich gehe auch gleich oben mit euch zusammen baden. Aber hier zeige ich euch mal kurz die Sauna. Die macht man oben beim Concierge. Eine halbe Stunde vorher lässt man die anmachen. Dann haben wir hier 60 Grad Sauna. Links haben wir über 75 Grad bis 90 Grad Sauna. Mega, mega, wie im Hotel, unfassbar. Dann duschen, links mit Kaltwasserschlauch und geradeaus ist der Ruheraum. No price. Oh no. No need. Oh no. So free. I don't care what you say, what you do, how you feel. Wer mich kennt, weiß, dass ich nach dem Training meine Shakes trinke. Ich benutze Sojamilch, im Moment sogar mehr Mandelmilch, muss ich sagen. Wir hatten nur keine Mandelmilch mehr da. Dann nehme ich wie immer den Fit Vanilla Vegan Shake von Natural Mojo. Ich nehme ungefähr 2 gehäufte Esslöffel. Da rein mache ich von OS Nutrition mein Kreatin. Das habe ich angesetzt vor circa einem Monat. Das ist für den Muskelaufbau sehr, sehr, sehr gut geeignet. Ich bin gespannt, ob ich damit meine Oberarme in den Griff bekomme. Ich halte euch auf Instagram und hier auf YouTube natürlich auf den Laufenden. Die EAAs, die Weiterführung von den BCAAs darf natürlich nicht fehlen. So habe ich mein komplettes Aminosäurenprofil abgedeckt. Und ihr wisst, meine natürliche Hormonbalancierung mit roten Maca und die ganzen Nahrungsergänzungsmittel von InnoNature. Die ganzen Codes dafür, ich habe für Natural Mojo habe ich einen 30% Code, glaube ich. Ich verlinke euch alle Codes unten in der Infobox. Da schüttel ich dann natürlich, dann trinke ich den ganzen Kram und danach gehe ich dann
Baden. Ich bade immer sehr ausgiebig, wenn ich bade. Ich liebe es einfach über eine Stunde und in der Badewanne beantworte ich dann also meistens E-Mails oder mit euch schreibe ich auf Instagram oder Kommentare auf YouTube. Also da widme ich mich eigentlich komplett nochmal abends ganz Social Media. Im Herbst und Winter habe ich immer meine Yankee Candles. Im Moment habe ich Pumpkin Spice. Ich liebe den Duft. Oh mein Gott, Milan kriegt schon immer die Krise, weil das in der ganzen Wohnung nach Pumpkin Spice riecht. Aber ich mag das. Ich lege mich dann ins Bett, aber leider ist an mir keine Schlafenszeit, sondern ich gucke da noch eine halbe Stunde, Stunde Fernsehen. Ich liebe seit kurzem unfassbar ZDF und ARD. Also im Moment fahre ich voll auf die Sender ab. Ich glaube, Yvonne wird langsam erwachsen. Und dann beginnt für mich die Nachtschicht. Ich habe meinen Laptop auch schon da liegen, fange Videos an zu schneiden, schaue mich mit den Algorithmen auf YouTube um und beantworte E-Mails. Ich mache dann mein Nachtbusiness. Ich hoffe, euch hat der Abend mit mir gefallen und ihr konntet einen Einblick von mir in mein Leben haben. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen hoch. Ich würde mich freuen. Und ansonsten bleibt wie immer gesund. Ich habe euch lieb und bis zum nächsten Video. Ciao.